Es gibt so viel Fragen auf ein Leben ohne Antwort. Und die wichtigste Frage, die gibt es gar nicht. Ich dachte mal, das wäre, wer bin ich? Wer bin ich? Schien einmal die wichtigste Frage zu sein. Also ich meine, vorhin noch. Für kurzer Zeit. Und dann war das Leben ohne Antworten schon vollständig da. Und es hat gesagt, du und das Leben, das ist nicht verschieden. Also, das ewige Leben und die Verwirklichung vom ewigen Leben als die phänomenale Erfahrung von dem ist nicht verschieden von dem ewigen Leben. Und da gibt es keinen Schöpfer drin und keinen Denkenden und keinen Handelnden und keinen Nichthandelnden, keinen Wissenden und keinen Nichtwissenden. Keinen Lebendigen sozusagen, auch nicht. Und auch keinen Töten. Es gibt nur die absolute Verwirklichung der Wirklichkeit. Für die da braucht keiner was zu tun, weil wer wäre da einer drinnen? Da ist ja keiner drin. Da ist ja nur das, was absolut ist. Und jeder relative Wicht, der sich wichtig macht und behauptet, so, ich weiß jetzt mal was. Der Wicht, der wird vielleicht morgen nichts mehr wissen, weil morgen ist er vielleicht schon futsch. Oder er hat sich selbst erkannt, dass er das Ganze ist und nie ein Teil von irgendwas. Aber es ist halt so perfekt ausgeklügelt von diesem absoluten Leben, dass es sich so relativ erfahren kann und sozusagen zu einem Urteil, zu einem Partikelchen sich erdenkt. Es wird eine Puppe in dem eigenen Puppenkasten und vergisst doch, dass es eigentlich nicht mal der Puppenkasten ist und nicht mal der Raum außenrum, sondern überhaupt gar nichts, was sich irgendwer vorstellen kann, weil jede Vorstellung ist ja immer nur was Vorgestelltes für das, was das Wesentliche ist, was immer das absolute Übrigbleibsel bleibt. Also, ein Leben ohne Antworten braucht auch viele Fragen. Und jede Antwort eröffnet wieder neue Fragen. Immer neue Möglichkeiten. Ob da jetzt einer im Fluss ist oder nicht, interessiert doch keinen. Höchstens der, der schwimmt, der fließt im Fluss wahrscheinlich leichter als auf Land, weil auf Land da muss er halt zu Fuß gehen und nicht fließt. Da ist der Fluss stand neben dem Ufer. Ja. Das war's für den Führer. Der Führer ohne Führerschein. Der nur ein phänomenales Püpslein ist. Führe mich in die Liebe, in der euch der Friede Hüttel. Alles gut ist. Außer wenn alles gut ist, dann bin ich zufrieden, aber vorher, und wenn's dann mal richtig gut ist, dann wird's wieder ein bisschen schlechter vielleicht danach. Aber das sind ja alles nur Umstände. Und nur durch den Definierer definiert, der sagt, gut und schlecht wird's geben. Aber wer weiß schon, was gut und schlecht ist. Vielleicht, dass die Radioaktivität jetzt in Japan rüberfliegt. Die hilft dann der Evolution, dass dann der Sohn von der Evolution, also der, auch was zu tun hat und nicht nur dumm rumsteht, weil, was soll dann sonst? Was soll dann machen, außer dumm zu lachen?